Premiere beim ASB Seniorenclub Wir am Wockersee. Beim ersten gemeinsamen Gartentag stand am Donnerstag alles rund um Zier- und Nutzpflanzen im Mittelpunkt. Pflanzenbazar, kreative Dekoration, Malerei und natürlich gemütliches Beieinander. Alle 50 Mitglieder ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen, die nur einen Bruchteil dessen darstellt, was im Club alles gemacht wird. Line Dance machen wir. Wir machen Exkursionen und dann gemeinsam ins Theater nach Schwerin. Wir fertigen auch Blumengestecke an. Zusammen mit ihrem Mann Wolfgang und einigen Gleichgesinnten gründete Barbara Westphal 2011 den Seniorenclub unter Trägerschaft des Arbeiter-Samariter-Bundes. Angefangen hat alles mit der Aqua-Fitness-Gruppe. Von klischeebeladenen Butterfahrten, Seniorenabenden und ähnlichem wollten sie aber nichts wissen. Sie haben sich ein konkretes Ziel gesetzt. Schlimm ist es, wenn man abrutscht in ein Loch, in ein tiefes Loch und nichts mehr mit sich anzufangen weiß, die Welt von einem nichts mehr wissen will. Die Kollegen haben mit sich zu tun und ihren Arbeitsaufgaben und irgendwas muss man machen. Wir für uns ist das Motto des Zusammenschlusses. Das bedeutet, jede und jeder bringt sich ein, mit Wissen, Fertigkeiten und Erfahrung. Das haben wir natürlich mit ganz viel Freude vorbereitet, um anderen auch zu zeigen, was gibt es für Pflanzen, wo können wir noch mal fachsimpeln. Wir sind hier am Bastelstand und basteln so ein paar Sachen, die man auch im Garten verwenden kann. Ja, wir machen Gartendeko, Pflanzgefäße aus Beton. Das heißt, das sind so kleine Pflanzschalen für Steingartenpflanzen. Wir malen sehr gerne. Wir haben jetzt in letzter Zeit Öl gemalt und haben jetzt unsere Arbeiten hier mit hergebracht und ausgestellt und hoffen, dass bei der Auktion so ein und das andere Bild für den Verein weggeht. Ohne Sponsoring und Fördermittel vom Land wären die Aktivitäten kaum denkbar. Am 19. September geht es nach Schwerin, den Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei besuchen. Der soll schließlich auch von dem Wir-für-uns-Konzept erfahren. Nächstes Jahr wollen die Clubmitglieder auch ein großes Sommercamp für Alt und Jung auf die Beine stellen.